days without water along the sun-soaked road. Hallo, good morning und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Vlog. Ich mache jetzt einfach genau weiter wie die Australien-Videos. Irgendwie habe ich das richtig gefeiert. Ich fühle mich einfach ganz chillig, gerade mit meinem Handy. Irgendwann packe ich auch wieder die Vlogging-Cam aus, aber irgendwie mache ich das total, gerade diesen Vibe. Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, herrscht ein bisschen Chaos. Ich habe nämlich die Wohnung ausgeräumt mit euch zusammen. Im letzten Video könnt ihr das nachschauen. Wir haben es geschafft, Leute. Das kommt in die Klamotte. Das wird verkauft. Da habe ich Sachen aussortiert. Das sind alles die Sachen von meinem Ex-Freund. Das ist irgendwie ganz weird zu sagen, aber ja. Dann hier hinten ist auch noch Wäsche. Das wird heute alles verräumt. Für mich geht's morgen, meine Haare sind irgendwie ganz weird, naja. Für mich geht's morgen nach Düsseldorf, da freue ich mich auch richtig darauf, mal so ein bisschen Tapetenwechsel. Aber es ist irgendwie ganz gut, mal aus der Wohnung rauszukommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist übers Wochenende für ein Event, ich werde auch Pauline sehen, ich freue mich richtig, Jenny ist auch da. Und genau, heute steht aber noch einiges an, ich muss den Koffer packen. Es ist Tanztraining, freue ich mich richtig darauf. Da muss ich das Auto zurückgeben, was, glaube ich, ein bisschen emotional werden könnte für mich. Weil mit dem Auto verbinde ich so viel. Genau, aber es ist nicht mein Auto. Deswegen, ja, früher oder später war das klar. Dann muss ich meine Großeltern besuchen. Dann muss ich meine Mama besuchen. Es steht einiges auf dem Plan. Aber ich freue mich sehr auf den Tag. Und was ein bisschen doof ist, was ich immer ein bisschen doof finde, ich warte heute auf ein Paket, was unbedingt heute noch ankommen muss. Es ist nämlich für eine Kooperation. Und das kommt zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Ich meine, es ist eh ganz okay so, die Zeit, aber was mache ich dann? Ich muss eigentlich total viel machen. Vielleicht mache ich in der Zeit den Koffer, habe ich das erledigt oder einfach das, was ich hier erledigen kann. Ja, oder ich hänge einen Zettel raus. Das könnte ich auch machen. Genau, vielleicht so. Okay, der Koffer wird jetzt gepackt. Seid ihr bereit auf das Kleiderschrank-Reveal? Hier habe ich meine Pullover, hier habe ich meine Tops. Hier habe ich meine Tops. Hier habe ich meine Jeans und meine Sportsachen. Und hier, das ist so leer. Ich habe so viel ausgemistet. Schaut euch mal an, wie leer das hier ist. Krass, oder? Einfach fast nichts mehr drin. Und es fühlt sich so gut an. Wirklich auf das Nötigste zu reduzieren, ist einfach toll. Okay, was brauchen wir? Ich brauche auf jeden Fall... Ich weiß es nicht. Ich bin Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage, 4 verschiedene Day-Outfits, 4 verschiedene Night-Outfits, weil ich ja so oft am Abend weggehe, aber vielleicht braucht man es ja, keine Ahnung. Ach Mann, das ist gar nicht so einfach. Also das kommt hier auf jeden Fall mit. Das hier. Dann auf jeden Fall Sportsachen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich noch ein Kleid mitnehme. Also der Dresscode, es gibt keinen Dresscode. Aber vielleicht habe ich ja Lust auf ein Kleid. Da habe ich mir gedacht, irgendwie das wäre cute. Aber das ist halt voll das Sommerkleid. Weiß ich nicht. Oder das Kleid hier, das ist so ein kurzes Kleid. Vielleicht mit einer Jeansjacke. Auch nice. Das mag ich auch voll gerne. Ist das hier? Genau. Ja, das packe ich jetzt mal ein. Halb gepackt, das muss ich später noch machen.
Dann geht es jetzt zu meinen Großeltern. Da muss ich jetzt die Tabletten für meinen Opa machen. Ich habe die auch noch nicht gesehen nach Australien. Und danach fahre ich zu meiner Mama. Ich habe jetzt wegen dem Paket, habe ich jetzt so eine kleine Notiz für den Postboten rangemacht, dass er einfach das Paket hinlegen soll. Ich hoffe, das klappt so. Alter, dann drückt mir die Daumen. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit daheim sein, es geht nicht. Ich muss jetzt meine Sachen erledigen. Heute ist richtig schönes Wetter, mega nice. Ich freue mich auch total, zu den Hundebabys zu fahren. Die sind, glaube ich, wieder ein bisschen gewachsen. Bekommt ihr dann Hunde-Content, Hundebaby-Content. Und was auch richtig krass ist, vielleicht seht ihr es, es liegt einfach Schnee auf den Bergen. Es hat gestern geschneit. Ich bin so, what? Bin gleich bei meinen Großeltern. Freue mich jetzt aber auch, die wiederzusehen. Hab die echt richtig lange nicht mehr gesehen. Bestimmt 2 Monate. 2,5 Monate. Richtig krass. Ich war einfach echt lang weg. Termin 1 ist erledigt. Die Tabletten sind gemacht. Jetzt fahre ich zu meiner Mama. Ich freue mich richtig. Ich habe heute irgendwie mega gute Laune. Ich bin richtig happy aufgewacht. Und ja, manchmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich freue mich auch sehr auf das Event. Ich freue mich auch auf ein paar Leute zu sehen und so. Ich habe heute noch Tanzen. Dann mache ich so einen richtig geilen Selfcare-Abend mit Haare waschen, Gesichtsmaske und allem drum und dran. Da freue ich mich. Ich bin gerade bei meiner Mama angekommen. Und ich gehe jetzt zu den Hundebabys. Freue mich. Als erstes immer Hände waschen. Oh mein Gott, Leute. So cute. Oh mein Gott. Die sind so groß geworden. Sorry, kann ich gar nicht. Das bist du. Wie cool ist denn das? Ist der Stuhl da hinten? Leute, ich komme her. Gar nicht klar. Sorry, das war ein bisschen laut. Wenn ich ganz kurz die Kamera umdrehe. Dann liegt der da. Would lie to you. Didn't matter what I do. She's got a hold on me. Meine Mama lebt das Traumleben hier oben. So schön. Richtig pretty. Auch die Blumen blühen richtig. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. Wieder bei meinem Lieblingsplatz hier. Ist richtig schön. Das ist der Ausblick. Es gibt immer Gartenarbeiten hier am Land. Deswegen, das ignorieren wir jetzt mal. Aber heute ist echt richtig ein schöner Tag. Ich fühle mich richtig wohl hier. Ich habe richtig viele Vorfreude in mir. Und ja, ist irgendwie voll schön, weil ja, das ist, finde ich, so wichtig, dass man so innerlich so eine Vorfreude hat auf das Leben. So, ich gehe jetzt ein bisschen spazieren. Weil es so schön ist hier herum. Auch mal mit euch über das Thema Selbstvertrauen reden. Ich bekomme da immer so ein paar Fragen. Generell, ob ich Tipps habe, wie man mehr Selbstvertrauen bekommt. Und ich glaube, ich mache da nochmal so eine ganze Podcast-Folge. Aber ich habe da auch in letzter Zeit mehr drüber nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich aktuell richtig viel, also ein ganz anderes Selbstvertrauen aufgebaut habe. Und ich glaube, bei mir kommt das extrem davon, dass ich versuche, gerade richtig für mich einzustehen. Und wenn ich so zurückdenke, so an mein Leben irgendwie, dann habe ich das nie so richtig gemacht, weil ich Konflikte immer extrem aus dem Weg gehe. Ich hasse es, anzuecken. Ich bin der totale People-Pleaser.
Und ich nehme mich dann immer so ein bisschen zurück und eher so an zweiter, dritter, vierter Stelle. Und ich glaube, dass das das Schlechteste ist, was man für das Selbstvertrauen tun kann, weil man sich da jedes Mal beweist, dass man selber nicht für sich einstehen kann. Und das, glaube ich, drückt das Selbstvertrauen richtig runter. Und ich habe eine Liste auf meinem Handy, wie immer, und habe angefangen, dieses Jahr immer Dinge aufzuschreiben, wo ich für mich selber eingestanden bin. Und auch wenn es jetzt nur so Kleinigkeiten sind, wie dass der Kellner was Falsches gebracht hat. Und normalerweise war ich so, gar kein Problem. Wie zum Beispiel einen Kaffee mit Kuhmilch anstelle von Hafermilch. Und ich habe das jetzt aber in letzter Zeit immer, bin für mich selber eingestanden und habe halt dann versucht, das zu ändern. Weil es ist ja auch gar nichts dabei, weil man das Richtige bestellt hat. Oder wenn irgendjemand, keine Ahnung, unhöflich war. Oder einfach, dass ich für meine Grenzen und für meine Bedürfnisse eingestanden bin. Ich glaube, das hat total dazu geführt, dass ich jetzt so ganz anders über mich denke. Und ich glaube, das hat mir dieses Jahr zu einem extremen Selbstvertrauen geholfen. Das wollte ich mal mit euch teilen. Und vielleicht kennt ihr das ja. Und ich kann euch da wirklich so eine Liste empfehlen. Weil erstens ist es dann so eine kleine Motivation. Und ihr denkt euch jedes Mal so, das könnte ich jetzt auf die Liste raufschreiben. Weil es ist bei mir so. Die Liste ist jetzt nämlich echt schon lang geworden. Und das kostet ja auch immer so ein bisschen Überwindung und es ist dann so eine kleine Belohnung, wenn man das dann auf eine Liste schreiben kann. Und am Ende hat man dann so eine Liste voller Beweise, wieso man sich selber vertrauen kann. Und das ist irgendwie, ja, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Also das wollte ich jetzt irgendwie mit euch teilen, weil ich da nochmal so ein bisschen drüber gejournalt habe, woher das gerade kommt, diese innere Stärke, die ich irgendwie habe. Und klar, wahrscheinlich auch so sehr durch Australien, da habe ich mir halt auch sehr viel so bewiesen, dass ich so für mich selber da sein kann. Aber ich glaube, das war auch ein großer, großer Punkt. Und man unterschätzt das wirklich extrem, wie viel das Unterbewusstsein mitnimmt, wenn man sich immer kleinredet und wenn man nie für sich selber einsteht. Genau, ich habe auch angefangen, wirklich gut von mir selber zu sprechen und mich einfach wirklich so wie eine eigenständige Person zu behandeln und mich jetzt nicht runterzumachen, weil ich würde ja auch nie eine Freundin runtermachen oder jemand anderen. Ich behandle jeden Menschen mit sehr viel Respekt und genau das Gleiche habe ich auch verdient. Und wenn man das macht, dann geht man ganz anders durchs Leben und behandelt, also man sollte sich einfach als richtig tollen Menschen behandeln. Genau. Schaut euch mal an, wie pretty. Richtig schön. Und ich muss sagen, ich nehme ein bisschen Australien mit nach Österreich und ich lieb's. Ist einfach toll. Ich war gerade das Auto abgeben. Es war jetzt ein bisschen hart für mich, aber ja, also generell so ein bisschen emotional. Genau. Ich gehe jetzt in die Stadt. Es ist richtig schönes Wetter.
das wird jetzt ein Late-Night-Talk, weil es wirklich schon Late-Night ist. Es ist jetzt 11:30 und ich muss in 5 Stunden aufstehen. Ja. Aber ich wollte euch jetzt noch ehrlich von meinem Tag berichten, weil irgendwie ging es mir heute nicht so gut. Also heute sind ein paar Dinge passiert, die mich irgendwie richtig down gemacht haben. Und ich habe jetzt gerade auch, glaube ich, 1 Stunde mit einer Freundin telefoniert. Und ja, jetzt geht es auch wieder besser. Aber ja, es gibt halt immer so Aufs und Abs, Auf und Abs. Und ich freue mich einfach, dass morgen ein neuer Tag ist. Ich glaube, dass das einfach ganz normal ist und dass es halt auch dazu gehört, dass es mal besser, mal schlechter ist, aus verschiedenen Gründen. Und dass man es auch akzeptieren soll, wenn es mal schlechter ist. Ja, Tanzen heute war ganz cool, aber ich war einfach ein bisschen down. Ja, ich muss jetzt noch meine Haare föhnen. Ich habe die gewaschen. Meine Nägel habe ich neu lackiert. Ich finde einfach meinen rosanen Nagellack nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, ein Teil meiner Persönlichkeit ist jetzt weg. Sieht irgendwie langweilig aus. Ich muss den suchen, weil es... Ja, ich liebe den anderen. Der ist richtig nice. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich muss schon ganz früh raus. Und ja, dann geht's los nach Düsseldorf. Angekommen. Es ist noch ein bisschen früh. Ich habe alles gut geschafft und jetzt stehen 7 Stunden Fahrt vor mir. Aber ich freue mich, ich mag den Zug fahren voll. Ich habe jetzt auch noch was beim Bäcker geholt. Einmal Kaffee mit Hafermilch und einmal so ein Kornspitz mit Käse. Yes. Oh, und ich habe irgendwie die erste Klasse. Ich war noch nie in der ersten Klasse. Aber es gab irgendwie so ein Angebot, das war günstiger. Jetzt bin ich einfach alleine in der ersten Klasse. Richtig fancy. Angekommen in Düsseldorf. Ich habe mit Paulina hier dieses Zimmer. Die kommt aber erst am Abend. Es ist so ein kleines Apartment. Ich gebe euch kurz eine Roomtour. Also hier ist der Kleiderschrank. Dann hier ist so ein Schreibtisch. Hier ist eine riesengroße Fläche. Ich mache mal so. Hier ist ein Bett. Hier ist eine kleine Küche. Und hier ist auch noch ein Badezimmer. Ich sehe gerade, ich glaube, das ist so ein fancy Badezimmer. Oder? Hallo? Oder auch nicht? Ja. Auf jeden Fall richtig cool. Ich kann hier das Handy sogar richtig gut aufstellen. Ich glaube, ich werde mich jetzt kurz fresh machen, vielleicht umziehen und danach losgehen. Ich möchte nämlich ein bisschen die Stadt anschauen. Wir sind nicht direkt in Düsseldorf, sondern in Neuss. Das ist, glaube ich, so ein bisschen außerhalb. Ja, so 20 Minuten außerhalb. Aber ich schaue mir einfach so ein bisschen die Gegend an. Ja, und am Abend treffe ich dann die anderen, kommen ein paar. Und morgen ist das Event, also ja, ich bin sehr excited. So, ich habe mich jetzt umgezogen, weil das andere vielleicht ein bisschen kalt ist. Und jetzt gehe ich los. Die Hose ist mir wirklich viel zu groß, ich muss sie irgendwie kürzen lassen. Ich mag die richtig gerne. Ja, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall los und schaue mir das mal an. Ja.
Ich habe mir jetzt einen Eislatte geholt und das sieht irgendwie weird aus. Hier ist besser. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen weird. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen spazieren. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich war jetzt einen Monat in Australien und habe jetzt schon ein bisschen einen Kulturschock, weil die Menschen einfach in Australien unfassbar lieb sind und hier nicht. Und ja, Solo Traveling in Australien ist wirklich, man fühlt sich einfach immer wohl. Und hier weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt einfach ein bisschen bei Musik und ja. Ich habe gerade die ganze Zeit gesungen, also Covers aufgenommen. Didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fight. Just wanna let this story die and not be Das hilft mir irgendwie auch immer, wenn es mir nicht gut geht. Und jetzt habe ich einen Stress meines Lebens, weil ich muss in 5 Minuten los und ich bin nicht hergerichtet. Das ist immer so, wirklich immer. Aber ich mache mich jetzt einfach schnell fertig. Und dann geht's los zum Essen. So, ich fahre jetzt los. Ich bleibe bei diesem unspektakulären Outfit. Ja, let's go. Ich habe 2 gehabt, die waren eigentlich genau gleich. Also Leute, schaut mal, wer hier ist. Ist ein oh, warte. Mann. Wir sind gerade, ja, für YouTube. Wo sind wir überhaupt? Wie heißt es? 1980. Hä? Ja. Wir sind gerade im 1980. Also quasi zurück in 1980. Ich schreibe es euch irgendwo hin. Und sind jetzt alle essen gegangen, haben uns davor schon ein bisschen getroffen, gequatscht. Zeig ich mal das Essen, sieht richtig nice aus. Ich habe ein bisschen wenig, ich bestell danach sicher noch irgendwas. Oh, das sieht richtig toll aus. Ich will dich noch machen. Wir sind back together. So lustig. Wir sehen uns einfach jede paar Monate irgendwo anders auf der Welt. Ja. Gerade noch in Bali, jetzt in Düsseldorf. Wir haben natürlich zusammen ein Hotelzimmer. Und fahren da jetzt hin. Wir waren gerade essen mit den anderen. Schön. Das war richtig schön, aber wir sind ein bisschen Omi. Wie spät ist es denn? Naja, kurz vor 10. Und kurz wir müssen noch ein bisschen worken, genau. Damit ihr von uns beiden morgen Videos habt. Ja, genau. Genau. Und dann gehen wir schlafen, bereiten uns vor, haben morgen zum Brunchen ausgemacht mit den anderen. Ja. Genau. Sieht richtig fertig aus. Oh, ich bin richtig fertig. Hast du Abschminkzeug da? Ja. Oh mein Gott, ich habe meins nicht gekauft. Oh, danke dir. Gerne. Brauchst du kein Wattepad theoretisch, sondern einfach aufs trockene Gesicht? Okay, einfach raufmachen? Ja, also in die trockenen Hände aufs trockene Gesicht, als wow. Ich muss mir das jetzt anschauen bei dir. Ah, ich kriege einen Sneak Peek in der Methode. Also, ich mache halt diese neue Methode, ist ja diese Unicorn-Methode, ja. Aber da hat man ja nur einen. Machst du jetzt nicht nur eine? Nee. Ich mache trotzdem 2. Also ich mache das ist jetzt die rechte Seite und danach mache ich die linke Seite. Und ich wickele das eigentlich ein wie du, nur halt nach hinten. Hm. Good morning von uns beiden. Oh, wenn ich mich ja, du bist schon die ganze Zeit drauf. Ratet mal, wer schon bestimmt seit 2-3 Stunden wach ist. Und ja, aber seit 2 Stunden sind wir jetzt ja, wach. Ja. Genau, wir sind seit 2 Stunden wach, müssen in einer halben Stunde los und zählen so aus. Weiß nicht, wie wir das immer schaffen, aber ja. Gemütlich. Gemütlich, genau. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen, oder? Du bist die ganze Zeit mit drauf. Sorry. Ja, ich erzähle. Ich war ständig wach, aber ich war sehr warm, aber ich beschwöre mich. Ja, ja. Zurück, du hast gut geschlafen, weil du brauchst. Ja, ich habe nicht so lange geschlafen. Ja, also immerhin war der Schlaf, den du gemacht hast. Ja, stimmt. Ja. Und ja, wir gehen jetzt brunchen mit den anderen Mädels. Ich freue mich richtig. Wir machen uns jetzt schnell fertig.
Und am Abend bzw. am späten Nachmittag ist dann das Event. Ja, aber jetzt gehen wir erstmal brunchen. Ich habe heute überraschenderweise meine Tage bekommen. Lieben wir einfach 3 Tage bevor der eigentliche Tag. Echt? Das heißt, ja, einfach echt. Vor allem, ich bin nicht vorbereitet. Das heißt, Pauline hat mir gerade ausgeholfen. Ja, Rettungstampon. Ich brauche eine Schmerztablette. Bekomme ich aber auch. Das ist eigentlich immer ganz gut, dass jeder irgendwie da durch muss. Mm. Ja, okay, let's go. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das ist mein Outfit Nummer 1. Also fürs Brunchen. Ich ziehe mich danach um. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen geschminkt. Und jetzt gehen wir gleich los. Pauline sieht auch echt cute aus. Zeige ich euch auch gleich ihr Outfit. Ich habe übrigens alles eigentlich von Australien, bis auf die Jacke, die ist von Zara, aber schon 4 Jahre alt. And you're fit? Adidas, Levi's Vintage, H&M, Vintage Zara. Mega. Pretty. Thanks. Wir waren gerade brunchen. Das ist die kleine Gruppe. Jenny und Lara sind gerade schon nach Hause gefahren oder beziehungsweise ins Hotel gegangen, Haare waschen. Und wir fahren jetzt zum Hotel von uns, machen uns ready und fahren dann los. Seid ihr schon aufgeregt? Yes. Ja. Gespannt auch. Ich habe es gerade irgendwie voll vergessen, dass es ja, dass es jetzt noch was gibt. Aber ich freue mich so, ich bin so gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, aber wir fahren auf jeden Fall jetzt zum Event von Lisa Marie Schiffner. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt tatsächlich. Und wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt. Und ja, ich bin sehr... Auch was für ein Produkt. Also man weiß einfach noch gar nicht, was für ein Produkt sie rausbringt. Eben, also wir wissen gar nichts. Wir wissen nur Uhrzeit und wo wir hin müssen. Und alles andere wissen wir nicht. Auch nicht, wer kommt. Nichts. Oh mein Gott, bist du Vanea? Oh mein Gott, kann ich ein Foto mit dir haben? Da haben wir noch Rihanna, Linda und Pauline. On my way home, stumbling on the pavement, on the pavement. Erstmal hey und schön, dass ihr da seid. Für mich ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass ihr so einen Weg auf sich nehmt. Hey, ist Pauline. Ach ja, stimmt. Ich war gerade so. Okay, ja, ich weiß wieder, wie es geht. Okay. Hey, hier ist Pauline. Und hier ist Vanessa. Und das ist unser Podcast Heart to Heart. Good morning. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich gestern das letzte Mal gefilmt habe, weil ich glaube, echt nicht viel gefilmt. Wir waren gestern den ganzen Tag eigentlich auf dem Event. Es war richtig, richtig intensiv, richtig toll. Ich glaube, ich quatsche dann später nochmal. Wir sind nämlich gerade beim Gehen, mir ist aufgefallen, ich habe noch voll wenig gefilmt für den Vlog. Wir gehen jetzt Café Bur, was essen, was trinken und machen heute so ein richtig cozy Work Sunday. Wir haben gerade schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Sender Brainstorm müssen wir noch. Oh ja, genau, das machen wir jetzt eigentlich beim Café, oder? Ja. War vielleicht ganz nice. Mhm. Und das ist unser Outfit. Oh mein Gott, wir sind in Podcast-Farben. Ja. Rosa und grün. Wir waren gerade bei Café Bur, war richtig gut. Breakfasten? Ja, Pauline hatte ein richtig geiles, was war das? Food Pancake, Food Porn mit Nutella und Eis und Erdbeeren. Das hat so nice ausgeschaut. Ich habe wie immer einen Bagel gegessen, weil ich das immer esse. Der war okay, er war jetzt nicht... Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. War halt irgendwie nicht ein selbstgemachter oder frischer Bagel oder so. Ja. Und es war kein Balsamico irgendwas dabei und ich liebe Balsamico, es muss irgendwie drauf sein bei Bagel. Und jetzt ist einfach ein richtig schönes Wetter und wir gehen durch den Hofgarten, es ist richtig schön. Und ja, ich liebe es gerade, irgendwie voll der entspannte Sonntag. Wir saßen gerade schon in der Sonne. Ja, ich zeige euch mal die andere Seite der Kamera, ist richtig cute hier.
Richtig pretty. Ich liebe sowas. So Parks mache ich so gerne. Pauline in Action. Mit 3 Stunden Verspätung. Aber irgendwie ging es richtig gut. Also es ging echt gut. Ich habe richtig viel geschafft zum Arbeiten. Ich war recht produktiv, ich war gut gelaunt, also es ging echt gut. Und ja, ich habe nicht so viel vom Event-Wochenende gefilmt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das wahrscheinlich gar nicht so spannend ist. Aber so ein paar Eindrücke hattet ihr. Das Event war echt richtig cool. Ich habe ein bisschen Imposter-Syndrom bei solchen Sachen immer, weil ich mir denke so, wie bin ich hier gelandet? Das ist echt, jedes Mal denke ich mir so krass, krass, dass ich eingeladen worden bin. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Und ich wollte jetzt gleich ins Gym gehen, wollte aber diesen Vlog beenden, weil ich glaube, der ist wieder richtig lang geworden. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil der Living Alone Diaries bzw. Healing Journey gefallen. Ich habe noch keinen richtigen Namen. Falls ihr dann richtigen Namen habt, schreibt mir gerne. Dann benenne ich das andere auch noch um. Ich möchte gerne, eigentlich wäre es cool, so einen richtig nicen Namen. Genau. Weil es natürlich mit einem kleinen Weekend-Trip, aber ich finde, das war richtig, hat der Seele richtig gut getan, mal rauszukommen. Wie gesagt, das ist auch echt so ein riesiges Learning, dass immer, wenn man sich irgendwie weird fühlt oder wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man ist so eingeengt und so, kann ich so frei denken, dann ist ein Raumwechsel so nice und man muss nicht immer nach Düsseldorf fahren oder irgendwo anders hin. Aber das hat mir richtig gut getan, dieser Raumwechsel, mal neue Menschen, neue Perspektiven. Auch wenn ich gerade in Australien war, aber dadurch, dass sich mein Leben gerade so verändert hat, hat das einfach gerade richtig gut getan und trägt auch ein bisschen zu meinem Healing dazu, meine Freunde zu sehen. Und ja, ich nehme euch wieder mit im nächsten Vlog, fange jetzt den gleich an, damit ihr den dann am Samstag sehen könnt. Endlich wieder mal ins Fitnessstudio, ich freue mich richtig darauf. Ich wollte mich auch ganz lieb bei euch bedanken. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht, aber ich bin euch so unfassbar dankbar. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle bis zum Ende schaut, aber für alle, die bis zum Ende schauen, die sind wahrscheinlich auch die, die mir geschrieben haben. Also ich bin wirklich so überwältigt gewesen von euren Nachrichten, von eurem Support über Australien, also in der ganzen Australien-Reise, aber auch jetzt durch die Trennung, wie viel liebe Menschen mir folgen, ist wirklich wahnsinnig. Also habe ich davor schon gewusst, aber jetzt ist es mir nochmal bewusster geworden. Ihr seid wirklich alle richtige Engel. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, durch alle Nachrichten durchzulesen. Es waren wirklich mehrere Hunderte und ich war ein bisschen überfordert. Und es war mir zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen zu viel, jede Nachricht anzuschauen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ich muss mir da auf jeden Fall noch Zeit dafür nehmen. Und ja, fettes Dankeschön. Fühlt euch alle ganz, ganz fett umarmt. Danke für eure ganzen Kommentare. Immer bedeutet mir richtig viel. Und ja, ich mache jetzt Schluss, weil ich habe schon wieder ein bisschen zu lang geredet. Und würde sagen, wir sehen uns am Samstag wieder. Bye.